herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play mit dem American Truck Simulator. Wir hatten in der letzten Folge einen Auftrag angenommen, Hoi, von dieser Farm, wo wir in der letzten Folge die Flüge hingeschafft haben. Könnt ihr euch mal angucken. Das Heu zu... ja, nach Phoenix zu bringen. Jo. Auf der Karte können wir uns das nochmal angucken. Da sind wir gerade, fahren wir hier das Stückchen einfach runter. Und das, denke ich mal, wird wieder eine Farm sein, weil Phoenix ist hier und da und so. Das ist alles irgendwie alles außerhalb. Weil oben, oh, das ist so, ja, okay. Ne? Und das haben wir schon entdeckt. Wahnsinn, wa? Gut, dann werden wir losfahren. Spiegel einstellen. Navi anmachen, LKW anmachen, funktioniert alles. Ich weiß ja immer noch nicht, wo die Anzeige ist für den Tempomat. Schade, schade, schade. Muss man immer gucken. Ah. Bei der nächsten Post werden wir anhalten und gucken, was wir so für Post bekommen haben. Und irgendwie, wenn man hier so rausguckt, ist der LKW zwar riesengroß, aber man hat das Gefühl, dass man hier durch die lange Schnauze vorne und wie aus dem Panzer rausguckt, durch so einen Sichtschlitz nach vorne. Ja, Schlitz nicht ganz, aber irgendwie ist es doch schon eingeschränkt. Da ist die Straße zu Ende, geradeaus, also fahren wir lieber hier rum. Naja, und hier Stoppzeichen, ja. Wenn der Sheriff vorbeikommt, halten wir mal lieber an. Kommt nix. Da kommt nix. Man sitzt so weit hinten hier. Wenn ihr rechts guckt, jetzt kommt... ach ja, muss mich weiter vorbeugen. Haha. Dann sehe ich auch alles. Mensch, bin ich blöd. So, nicht über die Brücke, sondern auf den Freeway. Schön geht's bergab, kann man schön Geschwindigkeit aufnehmen. Na, der Bus ist freundlich, lässt uns rauf. Und wir haben ja schon 50 Meilen. So, jetzt haben wir 50, 55, 60... 65, 70, 75. Jetzt müsste der Tempomat auf 75 Meilen eingestellt sein. Ja, pro Stunde natürlich, ne? Tempomat fährt 75 Meilen und dann bleibt er stehen. Der LKW. Weil der Tempomat sagt, jetzt ist 75 Meilen erreicht. Hm. Okay. Gut. Ah, die Gegenspur ist da ganz weit weg. Ah, okay, cool. Passt bloß eine Doppelspur durch die Berge hier. Das sind jetzt links die natürlichen Leitplanken. Und was war jetzt mit dem LKW, der überholen wollte? Oh, 6:30 Abend. Dann wird es ja bald dunkel werden. Dann ordnen wir uns mal wieder ein. Ich glaube, im Dunkeln sind wir in Amerika noch nicht gefahren, oder? Nö, haben wir erst zwei Touren gemacht. Oh, das Lenkrad ruppelt hier. Fahr zu sehr auf dem Seitenstreifen.
geradeaus geht's nach Tucson. Hui. Oh, 65. Dann ordnen wir uns mal wieder ein. 55, was ist denn hier los? Wo waren die denn? Na, dann können wir wieder losfahren hier. Ja. Das ist ein riesen Autobahndreieck gewesen, Kreuz. So, wir müssen aber weiterhin geradeaus. Ah, jetzt haben wir wieder. Es war wieder auf 55 reduziert, dann war auf 75 und jetzt wieder 55 nach 300 Metern. Okay, wir können wieder 75 fahren. Yippie! Noch 29 Meilen bis zum Ziel. Müssen wir bestimmt bald abfahren. Vorne ist wieder der Post-Ad. Ich fahr rüber. Oh. Ja. Warum? Stand da irgendwo Autobahn zu Ende? Ah, ist ja nochmal gut gegangen. Gut, brauchen wir auch nicht abfahren. 35 Meilen. Ah. So. Dann fahren wir mal 35 Meilen. Ah, hier die Straße ist auch ganz schön gekringelt. Wer auf den Navi da guckt. Schlängeln wir uns hier den Berg hoch. Ui. Da stand irgendwas mit Slow irgendwie. Mit LKW. Damit meinen die zum Beispiel mich zu meinen, oder? Shoot. Ah, wir müssen hier rum. Dann passt das doch. Zack. Und da ist auch schon die Farm. Wie heißt die? Buschnell. Was? Stopp. Halt mal an. Gehen wir nach außen. Was? Ach, Buschnell. Buschnell Farm. Ach, da steht ein Oldtimer hier vorne gleich. Wahnsinn. Cool. So. Einfach da hinstellen und einfach dahin hinstellen. Oh. 90 EP gibst. Na, wir probieren's, ne? Großes Wasserbecken. Oh, wo sind die? Die sind bestimmt draußen auf der Wiese, wollte ich gerade sagen. Ach, da fegt wieder jemand. Da hinten hin müssen wir es stellen. Oh. Obwohl das Heuer hier vorne ist. So. So, anpeilen und... Jetzt im einen Zug einparken, ohne abzusetzen. Die Außen- und Inlautstärke, die unterscheidet sich extrem.
So, wir probieren es mal. Noch ein bisschen rum. Das ist zu weit. Ich hätte schon eher lenken müssen. Aber wir haben ja Zeit. Jetzt ist das Hinterteil zwar ordentlich. Na? Jetzt fahren wir hier auf dem ging's ein Stück Berg hoch. Jetzt schieben wir es aber wieder zu weit an, in die andere Richtung. Na, piep auf. Hör auf zu piepen. Piep auf. So, jetzt machen wir das mal ganz clever. Was heißt clever, ne? Oh, Laterne. Andersrum. Komm, rum. Nee, ist wieder... Aber wir können es jetzt ein Stückchen weiter hinterschieben. Jetzt muss ich hier schon rum, sonst komme ich gegen den Trailer. Stopp. Der hat uns schon gesagt, dass es okay ist. Okay. Dann machen wir das so. Kriegen wir da die 90 EP trotzdem? Jawohl. Super. Wir sind Level 2. Wahnsinn. Hochwertige Fracht. So. 11.680 Dollar. Wir waren jetzt hier in Phoenix. Haben wir hier was Bullfarm? Wäre natürlich clever cool, wenn wir... Ach, Bushnell. Was haben wir denn? Joghurt mit einem Kenwurf und ein Peterbilt Tiefkühlkost. Das nach Flagstaff und das hier oben nach Flagstaff. Okay, haben wir noch was? Hier haben wir noch was nach Juma. Oh, das sieht doch gut aus. Ne, weil das verdienen wir zwar nicht so viel Kohle. Fahren zwar wieder ein Peterbilt. Das sind auch Dinger hier mit einer Sleeper. Da wo die Eigentumswohnung hinten dran ist, noch hier. Das sind Riesentrucks, ey. Das ist Wahnsinn. Naja, egal. Tucson, sagen manche. Hyundai Tucson. Ne, wir nehmen das. 3.800 Dollar. Kein Ort dazwischen, eine Strecke. Vielleicht ist das auch Landstraße. Ah, wir fahren Abend. Hm, naja. Gucken wir auf die Karte. Scrollen mal rein. Nee. Ein Freeway 8. Oder der Freeway 8. Und in Juma fahren wir. Da, darunter. Und ganz schön zickelig, zack, durch die Stadt. Nun ja. Machen wir das nächste Mal, oder? Ne? Ihr könnt wie immer abonnieren, Daumen da lassen. Netten Kommentar da lassen. Jo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir nach Juma fahren. Juma hieß das, oder? Juma. Bis dann. Ciao.